Ja, dann herzlich willkommen zum Philips Innovation Bytes, bereits jetzt der dritte BIP hier in unseren neuen Räumen vom Health Innovation Port, in unseren tollen neuen Räumlichkeiten und unserer Treppe hier. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich, dass vor allem ihr hier seid. Letztes Mal hatten wir ja den Olaf Eriksen da, wie ich gehört habe, auch mit einer sehr großen Resonanz zum Thema Artificial Intelligence. Und heute haben wir was ganz Spezielles für euch. Ich freue mich da sehr drauf. Normalerweise würde hier jetzt meine Kollegin Silvana Hansmann stehen, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wer ist denn die? Ich will mich einmal vorstellen. Ich bin Yvonne Drebes und seit 1. September neu an Bord vom Health Innovation Port und bin hier die neue Community Managerin. Das heißt, wenn ihr uns hoffentlich oft mal hier besucht im Health Innovation Port, wir freuen uns immer, wenn wir mal im P-Gebäude Besuch bekommen, dann werdet ihr auch auf mich treffen und ich freue mich, euch alle irgendwann mal kennenzulernen. Und jetzt kommen wir aber zur wichtigsten Person heute und zwar kommen wir zu Ipe Rübing. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Ipe ist eigentlich gebürtiger Holländer und wird halt zu einem sehr spannenden Thema sprechen. Und Ipe bezeichnet sich als Storyteller, Entrepreneur, Innovator und Artist und Erfinder. Und er hat mehrere Sachen erfunden, aber unter anderem auch das Schachboxen. Da wird er auch gleich noch so ein bisschen drauf eingehen, aber ich habe gehört, das ist nur für die toughesten und cleversten Menschen hier auf dem Planeten, wo wir bestimmt dazugehören, ich bin ganz sicher, aber gut, wir werden sehen. Und sein Thema heute ist Social Sculpting im 21. Jahrhundert, wie wir lernen können, wie Künstler zu denken. Das kommt nicht von ungefähr, weil Ipe ist studierter Historiker und Künstler. Und ich glaube, das wird sehr spannend, was wir vielleicht für uns als Mitarbeiter eines Unternehmens aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel der Kunst, lernen können. Und nicht zu vergessen, natürlich danach gibt es Pizza drüben bei uns in der Küche. Also insofern freuen wir uns auf einen spannenden Vortrag und danach auf was Gutes zu essen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Intro und Dankeschön für die Einladung. Ich nehme an, ihr seid ein wenig verwehrt. Das bin ich auch, weil mein Vortrag ist eine Haube Pizza. Fand ich visuell auch sehr interessant. Ich hoffe, mein Vortrag schmeckt besser als der Pizza danach. Und ich nehme euch einfach mal zurück in meine Zeit, zurück zu meiner Vergangenheit. Ich habe Geschichte studiert und bin dann Künstler geworden, als ich nach Berlin gezogen bin. Und aus der Kunst habe ich sehr viel gelernt, was ich jetzt einsetze als Unternehmer. Und das nenne ich Social Sculpting in the 21st Century. Aber ich nehme euch einfach mal zurück in meine Kunstwerken und dann führe ich euch durch die Kunsthistorik und Philosophie mit großen Schritten und dann kommen wir zum Schachboxen und dann kommen wir zum Unternehmertum. Also, das ist 1999, das ist der Hackische Markt, das ist sozusagen in Ost-Berlin, wo die Künstler sich damals rumgetaubt haben, in den Galerien und Ausstellungen gemacht haben, aber Gentrification sozusagen eine eindimensionale Form von Gentrification dafür gesorgt hat, dass die Freiräume verschwunden sind und daraufhin haben wir mit 5000 Meter Absperrband die Kreuzung abgesperrt. Es ist natürlich illegal mit 10 Leuten und auch die Polizei hat dann Luft davon bekommen und ich wurde mit meinem Bruder verhaftet. Das Foto hängt bei den Eltern auf der Toilette, dann sind sie mächtig stolz. Aber gut, mit Hilfe von meiner Anwältin bin ich eigentlich ganz gut rausgekommen mit einer Spende an den Schwulen Lesbenverein. Wir haben uns geeinigt, 500 D-Mark haben wir damals bezahlt. Bin nach Tokio gezogen und habe die größte Kreuzung in Tokio abgesperrt, Hachikomai. Im Narrenanzug. Ihr seht schon, ich bin nicht ein gewöhnlicher Künstler, der irgendwas malt und das dann in eine Galerie ausstattet. Ich wollte in die Gesellschaft rein, weil ich hatte gewisse Ideen oder in diesem Fall hatten wir eine Frustration der neuen Generation in Japan, die bis 30 sozusagen frei sein dürften, neue Ideen entwickeln, aber spätestens 30 müssen die Frauen Kinder kriegen, eine Familie gründen und die Jungs müssen sozusagen in Corporate Japan einsteigen. Und da war viel Frust und als ich denen die Bilder aus Berlin gezeigt habe, haben gesagt, das müssen wir auch machen und haben wir auch dementsprechend gemacht. Ich musste allerdings 60 Japaner schützen und habe dann eine Narren
Figur angezogen, und das ist auch der Titel von den Performances, The Joker Performances, weil als Künstler kannst du zwar und darfst du zwar alles wie ein Thiel Eulenspiegel, kommst damit auch weg, aber der Einfluss von dem, was du sagst, ist je nachdem, in welcher Gesellschaft du bist, entweder, wenn du das in China machst, klar ist die Aussage ganz stark, weil die Leute zwischen den Zeilen lesen, weil das sozusagen eine größere Form von Diktatur ist, als wenn man es zum Beispiel in Berlin auf dem Hackischen Markt macht. In Japan war es ein Zwischenfall, da bin ich dann 10 Tagen im Knast gelandet. Und wegen diesem Ausschnitt in dem Friday Magazine war der Public Prosecutor war sehr sauer auf mich, weil alle Skandale der Polizei sozusagen in diesem Magazin rauskommen. Und sie hat gefragt, kennen Sie den Journalisten, der das geschrieben hat? Den kannte ich sehr gut, wir haben das wochenlang vorbereitet. Und da muss ich dann einmal lügen. Übrigens auch sehr schön, da wurde ich sozusagen abgeführt. Ich stand da in einem Narrenanzug. Also mit meiner Kunst wollte ich schon immer gerne tief in die Gesellschaft rein, um die Ideen sozusagen durch Hilfe von Pressearbeit, also sozusagen eine Wirkung, ich wollte, dass die Ideen ihre Wirkung haben. Das Interessante für mich war, dass Verdi, die größte Gewerkschaft, mit einer Kommunikationsagentur Platoon, die Idee aufgegriffen hat und das eingesetzt hat als Kampagneform. Das Schöne war, dann haben wir den Breitscheidplatz abgesperrt, die Polizei ist aber in der Gewerkschaft. Und ich habe die Aktion jetzt persönlich nicht geleitet, aber fand es sehr schön, mal nicht verhaftet zu werden. Aber fand es auch schön, dass sozusagen meine Ideen und es ist auch, hat auch zu tun mit alternativen Formen von Demonstrieren von einer Gewerkschaft sozusagen aufgenommen wird. Das fühlt sich für mich so ein bisschen an, als ob ich die Gesellschaft anpinsel. Ja, wie so ein Pinselstrich durch die Gesellschaft. Und daraufhin kam mir mal ein Bild in den Kopf, das sollte eigentlich immer sozusagen das Titelblatt von meinem Kunstkatalog werden. Und dieser Begriff Painting Reality war für mich, also fand ich ganz interessant. Und daraufhin kam ich dann auch auf die Idee, sozusagen 500 Liter Farbe auszukippen am Rosenthaler Platz in Berlin und die Autofahrer wie ein moderner Jackson Pollock ein Kunstwerk schaffen zu lassen. Und das Endergebnis sieht dann so aus. Und da gibt es auch einen kleinen einminütigen Film. Also für mich hat sich das immer so angefühlt, dass meine Kunst sozusagen wie so ein Brushstroke through society, wie so ein Pinselstrich durch die Gesellschaft. Aber ich wollte eigentlich, es war trotzdem immer ein bisschen frustrierend, weil der Einfluss von einem Künstler bleibt doch eher so in dieser Narrenpersönlichkeit. Und wer fasst eigentlich die Gesellschaft wirklich an? Das ist die Wirtschaft, das ist die Politik. Und als Künstler ist man da eigentlich sehr eifersüchtig darauf. Und, aber dazu kommen wir später. Interessant, dass ein Künstlerkollektiv in Brasilien die Arbeit so gut fand, dass sie gefragt haben, wie macht man die Performance und was ist die Konsistenz der Farbe. Übrigens ist das wasserlösliche, biologisch abbaubare Farbe. Das ist Wasser mit reines Pigment und ein bisschen Kreide. Also ihr denkt euch, jetzt hat er wahrscheinlich 5000 Autos eingesaut. Habe ich nicht, weil am nächsten Tag hat es geregnet und war das auch alles weg. Gut. Dann wisst ihr ein bisschen so, wie meine Kunst funktioniert. Und jetzt kommt's, weil ist das Kunst oder kann es weg? Ja, das ist immer so, Jackson Pollock, das kann mein Kind auch oder dies oder das. Also meine Meinung klar ist das Kunst
Und ich habe einen ganz radikalen Ansatz von dem, was Kunst ist. Und ich behaupte, dass jeder ein Künstler ist und dass jede Person ein Kunstwerk schaffen kann. Auch, also es braucht nur eine Person zu sagen, dass es ein Kunstwerk ist. Und dann kann ich mir das anschauen wie ein Kunstwerk. Da ist im 20. Jahrhundert ist es eine der größten Diskussionen in der Kunst gewesen, ist, was ist Kunst und was ist der erweiterte Kunstbegriff? Und da gibt es drei Personen, die eine große Rolle gespielt haben. Das war Marcel Duchamp, Joseph Beuys und Andy Warhol. Und ich führe euch mal kurz in großen Schritten genau durch deren Gedankengänge, weil es eigentlich ganz interessant, weil Joseph Beuys hat letztendlich gesagt, jeder ist ein Künstler, dafür musst du nicht mal zur Kunsthochschule und jeder kann ein Kunstwerk schaffen. Und das ist eigentlich für mich als Unternehmer später auch leitführend geworden. Und da haben wir dann auch gleich den Salat. Wir haben das Pissoir von Duchamp, 1917, nicht mal mit seinem eigenen Namen unterschrieben. Und es gilt als das wichtigste Kunstwerk im 20. Jahrhundert. Und die Idee war im 20. Jahrhundert, wir wollen die Kluft schlichten zwischen Gesellschaft und Kunst, weil die Kunst immer elitär ist und die Gesellschaft sozusagen immer demokratisiert. Und daraus einer der häufig ja, von Männern benutzten Gegenstände und ja, profan, wie es ist, ein Pissoir, wurde auch entfernt, aber gilt als das wichtigste Kunstwerk, wurde schon etliche Male zerstört und wieder kopiert. Da haben wir Andy Warhol und Joseph Beuys. Andy Warhol hat auch angefangen, also Gegenstände, Verpackungen sozusagen in den Ausstellungsraum reinzubringen oder einfach Gebäude 16 Stunden abzufotografieren. Das ist alles sehr philosophisch, sehr theoretisch. Ich hasse das manchmal in der Kunst, weil das Gefühl fehlt. Aber von der theoretischen Seite ist es ganz interessant. Und Joseph Beuys, das war der theoretische Meister in diesem ganzen Gefüge. Der hat nämlich 4000 Eichen in Kassel aufgebaut zu der Documenta. Und diese Eichen werden 300 Jahre alt und beeinflussen sozusagen direkt die Stadtlandschaft in Kassel. Und was aber noch interessanter ist, da hat eine internationale Free Open University gegründet, die sie auch verbreitet hat nach Amsterdam und Dänemark. Und die auch nach seinem Tod weitergelebt hat. Und ich weiß auch, dass in New York vor 10 Jahren nochmal so eine Universität gegründet wurde. Und er war bei der Gründung der Grüne, der politische Partei, dabei. Ich meine, er war Künstler, der Mann. Aber der wurde auch tief in die Gesellschaft rein. Also ihr seid ein Konzern. Ihr produziert Sachen, die in die Gesellschaft reingehen, angenommen werden, benutzt werden. Die haben einen direkten Einfluss. Wir Künstler dürfen eigentlich nur spiegeln. Und das ist extrem frustrierend. Das ist eine Narrenposition. Und dementsprechend gibt es Künstler, die mittlerweile Kunstwerken machen, die nicht mehr als Kunstwerken wahrnehmbar sind. Das ist ein Doppelkorn, das Korn von dem Künstler, von dem holländisch-österreichischen Künstler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, das ist natürlich schlecht, aber es kommt schon wieder. Der hat ein Doppelkorn gemacht, er verkauft das in der Kunstwelt, aber ist auch in jeglicher Bars zu finden, weltweit und auch in Berlin. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist ein eiförmigen Fußball und ein dreieckigen Fußball von dem Künstler, die eine Firma gegründet haben, danach Rasenreich. Aus dem Spaß haben die sich überlegt, wie können wir Fußball mal richtig aufmischen. Ach, dann machen wir den Ball irgendwie eiförmig oder dreieckig. Der Ball geht natürlich in alle Richtungen. Dann haben die damit angefangen zu spielen und dann irgendwie kamen gute Fußballspieler und haben die gemerkt, das sind wahnsinnig gute Trainingsbälle für die Feinmotorik und das Reaktionsvermögen. Und jetzt verkaufen die Bälle an jegliche Profi-Fußballverein. Also Disruptive Innovation von der Kunst raus. Olafur Eliasson, einer der bekanntesten Künstler, dänischen Künstler, der den Sonnenuntergang in der Tate Gallery gemacht hat, der hat eine kleine Firma gegründet rund um das Projekt Little Sun. Also eine Sonne, die sich sozusagen in Länder, gerade in Afrika, off the grid sozusagen vom Sonnenlicht aufladen und abends kann man dann halt ein Buch lesen. Also Künstler, Unternehmer. Und das sind meine Freunde von Solar Kiosk, von GraphLab, die Architekten, die mit meinem Anwalt Andreas Spies ein Startup gegründet haben, ein Unternehmen, was im Prinzip das gleiche macht wie Olafur Eliasson, nur in Kioskform, um sozusagen diesen zig Millionen von Menschen off the grid sozusagen Energie zu besorgen. Ich meine, was ist dann jetzt eigentlich noch ein Unternehmer oder was ist überhaupt noch ein Künstler? Und da fängt es natürlich an, spannend zu werden. Aber einen kleinen Break, ich frage euch mal kurz aufzustehen, weil ich bringe euch jetzt eine rechte Gerade zum Kinn bei. Also ich boxe auch.
Und ein kleiner, es ist ja auch ein Energy Break. So, wie schlägt man jemanden Knockout? Also das hat nichts zu tun mit den Muskeln, sondern hast du sagen mit der Körpermasse, Übertragung und Geschwindigkeit in den Schlag. Also wir stellen uns hin, die Rechte am Kinn, genau. Und dann, aber jetzt erstmal kurz gucken, man dreht die Arme rein und guck mal, die Hüfte sorgt dafür, dass die Masse sozusagen sich in den Schlag überträgt. Ja? Man sagt auch, der Knockout kommt aus dem großen Zeh. Jetzt stellt euch vor, jetzt dreht ihr euch mal zum Nachbar. Und jetzt stellt ihr euch vor, und der macht es bitte nicht. Also, ja. Aber stellt euch vor, ihr schlägt euren Nachbar voll auf die Kinnspitze. Ja. Oder man empfängt einen. Setzt euch mal wieder hin, ganz schnell, bevor ihr noch Unfälle kommt. Und stellt euch jetzt einfach mal vor, nachdem ihr getroffen wurdet, dass ihr einen Schachzug machen müsst. Okay, jetzt sind wir in Amsterdam, in het Schuim, op het Spui. Und ich stand da mit meinem Freund Jean-Louis Veenstra, beim zweiten Bier übrigens. Und wir haben darüber geredet, so, wir hatten uns ein Jahr lang nicht gesehen. Wie geht's dir? Ich meine, ich war in Japan, ich war im Knast und dies und das. Und meine, ja, wunderbar. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Also meinte, ja, super, ja, ich auch, ja. Was machst du denn? Ich boxe. Also das habe ich auch angefangen. Und dann weißt du, wie es bei Jungs ist. Und alle Freunde haben sich umgedreht und so, ja, da müssen wir einen Kampf machen. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert, weil Jean-Louis Veenstra und ich haben früher Schach gespielt, zu unserer Studentenzeit, als wir Geschichte studiert haben. Und dann, mein Vater hat eine Comic-Collection. Außer, dass er ein großer Boxfan war und mir das Schachspielen beigebracht hat, hat er auch eine Sammlung intellektuelle Comics aus den 70er, 80er aus Frankreich und Belgien. Und in einer dieser Comics gibt es eine Darstellung eines Schachboxkampfs. Also 12 Runden Boxen und dann 6 Runden Schach. Das ist ein sehr abstruses Buch. In einer postatomären Gesellschaft, in einer faschistoide Gesellschaft, gibt es auf Suche nach dem perfekten Mensch Sportarten wie Eishockey mit Messer an dem Ende des Sticks, aber gibt es auch Schachboxen. Auf der Menschheit der Skala ganz oben die Schachboxer. Genau, und dann habe ich mir das erinnert in diese Kneipe und meinte zu Jean-Louis, okay, weißt du was, wir machen einen Kampf, aber wir messen uns auf jegliche Ebene, wir machen einen Schachboxkampf. Wenn du dann verloren hast, kannst du nicht sagen, ich bin schlauer oder ich bin stärker oder was auch immer. Großes Fragezeichen, aber ich sage, okay, ich bin kreativ, lass mich das Regelwerk entwickeln. Und jetzt erinnert ihr euch vielleicht, dass das wahrscheinlich das erste Mal, dass ich eine Idee hatte, die zur Realität werden kann. Weil Sport ist realer, da gehen Emotionen real von A nach B. Da ist kein Spiegel mehr dazwischen. Und gerade beim Boxen, das erste Mal, dass eine Faust aufs Kinn trifft, da gibt es nichts mehr zu lachen, da ist keine Ironie mehr. Gut, die erste Runde Schach, da kann man schon mal lachen. Aber ein Jahr später hatten wir dann das Regelwerk fertig und Freunde von mir haben eine große Produktionsfirma und sind in eine alte Kirche in Paradiso vor 1200 Mann haben wir den ersten Schachboxkampf bestritten. Die erste Runde ging noch ganz gut. Ich habe eine ganz gute Eröffnung, hatte ich mit meinem Schachtrainer sozusagen mir ausgedacht. Zweite Runde war bombastisch. Ich habe gemerkt, Jean-Louis, der ist ganz nervös. Und ich treffe besser, ich gewinne das Ding, so oder so. Das Blöde war, dass die nächste Schachrunde ich so voller Testosteron und Adrenalin war, dass ich meine eigene Stellung auseinandergezogen habe und im Schach ist alles nach hinten losging und ich wusste, ich muss ihn Knockout schlagen. Das Problem war, mein Freund Jean-Louis wollte nicht runter, obwohl ich ihn derbe zugesetzt habe. Und so sind wir in der letzten Runde gelandet. Gut, das war die letzte Boxrunde und dann sind wir in die letzte Runde gelandet. Und da könnt ihr sehen, dass Jean-Louis viel besser steht. Ich aber mir Bedenkzeit sozusagen habe. Seine A-Bauer unten auf dem Brett kannst du Dame werden, ist ganz schnell Schachmatt. Aber Jean-Louis hat es nicht mehr geblickt. Und mit sehr viel Glück bin ich dann den ersten Schachboxweltmeister geworden, weil ich meinen Freund Jean-Louis Veenstra geschlagen habe. Da waren 1200 Leute in der Halle, völlig begeistert. Da waren viele Leute aus der Kunst und keiner hat mir überlegt, okay, was habe ich. Die haben natürlich dann irgendwann gedacht, was haben wir denn hier gesehen? War das eine Kunstperformance? War das Sport? Und ich habe einfach gemerkt, ich habe etwas Reales geschaffen, was auch sozusagen mehrere Leute in der Welt begeistern kann. Und obwohl ich Geschichte studiert habe, nicht zur Kunsthochschule gegangen bin, Künstler geworden bin, hatte ich dann das Gefühl, ich muss eine Sportart gründen. Ich erkläre euch noch mal kurz, wie es funktioniert. Schachboxen geht über 6 Runden. Erste Runde ist 3 Minuten Schach,
Danach 3 Minuten Boxen, hast du es überlebt, kommt die gleiche Stellung wieder vor, zurück und setzt man die gleiche Stellung wieder fort. Man gewinnt durch Schachmatt oder Knockout, je nachdem, was zuerst kommt. Ihr lacht jetzt, ne? Aber versuch selber mal einen Kampf. Das in der Halle ist totaler Ernst. Weil es ist überhaupt, die Leute trainieren Monate, Wochen. Aber komme ich gleich dazu. Das super Interessante beim Schachbox ist natürlich der Wechsel vom Boxen zum Schach. Mit einem Puls, wenn man aus der Boxrunde von 140, 150, je nachdem wie alt man ist, schnell den Puls wieder runterbringen, mit Adrenalinwerten, die sehr hoch sind, wo die Sauerstoffversorgung nicht in den Magen geht, viel in den Muskeln, wenig ins Gehirn ankommt. Selbstüberschätzung, ein großes Problem. Dementsprechend ist die Kontrolle, your mind is your greatest weapon, die Kontrolle des Hirns über hirnloses Testosteron und Adrenalin, das muss man beherrschen. So, 2 Freunde haben gekämpft und danach habe ich den ersten Verein gegründet, den Chessboxing Club in Berlin. Es gibt mittlerweile 100 Mitglieder, ehemaliger Weltmeister Frank Stort, der die Polizei ausbildet in Kosovo, und Masari Sharif, Feuerwehrmann Sven Roch im Mittelgewicht. Und wir haben mittlerweile 3000 Schachboxer weltweit über 11 Verbände. Also wirklich von China, der größte Verband ist in Indien, Iran, Türkei, Italy, Deutschland und so weiter. Und wir haben jetzt die erste 3-tagige Amateurweltmeisterschaften hinter uns. Das war vom 12. bis 15. April in Kolkata. Und da waren 6 Nationen, über 150 Kämpfer, Junioren, Frauen und Männer. Und das war die Bühne. Da könnt ihr sozusagen auch ein bisschen in die Wettkämpfe. Also wenn ihr eins wissen wollt, Sport verbrüdert ohne Ende. Die Nationen, die Perser, die Iraner kommen an, die Russen so. Und am Ende stehen die alle irgendwie an der Bar, nachdem das Turnier natürlich vorbei ist. Die haben einander hart bekämpft. Da oben auch sozusagen ein Perser gegen Italiener, 2 indische Frauen. Das ist eine meiner Lieblingsschachboxer aus Iran gegen einen Inder. Und hier auch ein Russen, den Solofjew, gegen einen indischen Kämpfer. Also war sehr schön, um zu sehen, dass Sport wirklich auch verbrudert. Da bin ich mit dem indischen Team. Und finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Foto. So, seid ihr noch da? Ja? Kriegt ihr das alles noch ein bisschen zusammen? Okay. Gut, daraufhin, also ich habe dann gelernt, einen Verein zu gründen, eine Organisation, und das ist zu 3000 Sportler gewachsen. Und da war jemand von McKinsey, ein ehemaliger McKinsey-Arbeiter, der aber ein großer UFC-Fan ist. Und der hat bei mir trainiert und meinte, Ibe, du weißt ja schon, dass da auf etwas sitzt, was durchaus Potenzial hat. Ich sage, ja gut, ein bisschen Events, dies und das, aber es muss noch sehr viel wachsen. Naja gut, aber es gibt du kannst auch das kannst ja auch acceleraten, also kannst ja auch ein bisschen mehr mit Kapital kannst du ja da viel machen. Ich so, ja, ich brauche ja nicht zur Bank zu laufen, oder? Dann stehen die da und denken, ey, was wäre der Typ denn da? Und dem, nee, komm, lass uns mal ein bisschen Case Studies, weißt du, die ganze Startup-Szene und Risikokapital. Und da haben wir angefangen, einen Businessplan zu schreiben. Daraufhin haben wir dann eine Firma gegründet, Chessboxing Global. Marketing, CBGM, GmbH, das hat sich mein Anwalt ausgedacht. Also ich hatte von Tutenblasen noch keine Ahnung, aber wenn ich von irgendwas Ahnung habe, dann ist es von Marketing. And we're on a global quest for the smartest and toughest on the planet. Das ist schon mal kein schlechter Marketing-Claim. Wir haben auch das erste Funding, also wir haben auch insgesamt 350.000 Euro geraced und wir sind jetzt auch in einer Series A zwischen 3 und 5 Millionen. Ich habe gelernt, was eine Unternehmensbewertung ist. Das ist so gerade bei Startups eine absolute Glaskugel, das ist einfach eine geile Behauptung. Und ich weiß auch, was stille Gesellschaften sind und so mittlerweile. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe tausende Fehler gemacht, Künstler, Geschichte studiert und jetzt 4 Jahre sozusagen ein Startup aufgebaut. Aber was wir schon immer machen konnten, ist großes Spektakel. Also das sind die Profi-Weltmeisterschaften. Das war in Moskau mit einem großen Sponsorship-Deal von Jägermeister. Hier sieht man auch nochmal, dass sozusagen beim Schach die Partie übertragen wird, und da gibt es auch Schachkommentatoren und Musik von Junkie XL darunter gelegt. Junkie XL ist übrigens einer der größten Musikproduzenten, ein Holländer, und der Ziehsohn von Hans Zimmer. Das ist die Profi-Weltmeisterschaften in Berlin. Da kommen auch bis zu 2000 Gäste
und da kommen die Besten der Welt. Da gibt es auch sozusagen ein Rahmenprogramm und da gibt es auch noch ein kleines Video, was ich euch da zeige, damit ihr da noch ein bisschen Eindruck habt. Evolution and instinct. Thinking and fighting. The far extremes of human capacity. Two worlds that couldn't be further apart. Until today. Gut. So, was heißt das denn jetzt alles? Künstler werden zu Unternehmer, Unternehmer werden zu Künstler. Und was machen wir denn eigentlich überhaupt? Ich meine, wir produzieren Sachen. Künstler würden gerne, also viele der Künstler würden gerne direkte Emotionen haben und einen Effekt in der Gesellschaft. Können aber fast eigentlich immer nur einen Spiegel bieten. Ich bin einmal über die Grenze gegangen und fühle mich dabei sehr wohl, weil diese Idee der Schachboxen weitaus more influential ist, dann hätte ich es irgendwie in der Kunstwelt belassen. Ich behaupte aber, dass ich war gestern in den Sports Accelerator, ich erzähle kurz meine Geschichte von gestern, Lead, das sind die Kleinsöhne von Adi Dassler, die haben 40 Startups eingeladen aus der ganzen Welt, es gab 450 Bewerbungen, Accelerator-Programm, 8% der Firma, 25.000 Euro, ein Mentoring-Programm und Follow-up-Investments. Sehr interessant, aber also ich kann bestimmte Sachen sehr gut als Künstler und als künstlerischen Unternehmer und ich kann bestimmte Sachen nicht so gut. Und was mir aufgefallen ist, jetzt sind 16 Startups übrig und es gibt nur eine Firma, weil die Gründer, die haben die Köpfe dafür, wo es für mich spannend wird. Weil wenn du dich als innovatives Unternehmen durchsetzen wirst, dann muss deine Idee unfassbar gut sein und disruptive. Du musst das Ding haben. Und das Ding ist, was ich oft sehe bei jungen Unternehmern, ist, dass sie eine Idee entwickeln, die ist im Grunde genommen schon richtig, aber es nicht radikal weiterdenken. Und diese radikalen Köpfe, die haben Künstler gerade, weil sie, bevor sie überhaupt ein Kunstwerk zeigen, weil es ist mein Universum. Und wenn es nicht gut ankommt, dann tut mir das echt richtig weh. Und was wir als Künstler gut können, ist radikal denken. Und das ist auch ein bisschen meine Behauptung, dass das Ölfeld an Disruptive Innovation, was wir noch nicht angebohrt haben, eigentlich in der Kunst liegt. Und das zweite Ölfeld, was wir nicht angebaut haben, das steckt in euren Köpfen. Weil ihr seid genauso Künstler wie ich, anhand von Joseph Beuys. Ihr könnt das ja auch. Und dieses radikale Denken, was du wirklich brauchst für Disruptive Innovation, ist wahnsinnig wichtig und es gibt auch ein sehr schönes Buch, was ich gerade lese, das heißt The Medici Effect und eigentlich belegt dieses Buch von Franz Johansson, dass Innovation never happens in the field. Es passiert, also Darwin, der war Geologe, der hat Fundstücke, also aus der ganzen Welt gesammelt, und hat seinen biologischen Freund und Professor gegeben und ein paar Monate später kam er zurück. Und meinte, was sind denn die Ergebnisse? Na gut, ein bisschen dies, ein bisschen das. Also es gab eine lineare Entwicklung, die er gesehen hat, aber daraus kam ja nicht der darwinistische Theorie. Darwin meinte, Entschuldigung, da muss doch noch viel mehr drin stecken, hat sich hingesetzt und hat sozusagen diese ganze Theorie der Evolution, des Ausfiltern von Species anhand von Schwächen und Stärken hat entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch, also mit Künstlern zusammenzuarbeiten, hat meiner Meinung nach ein Wahnsinnspotenzial, aber auch der Künstler in sich zu entfachen und einfach mal das, was man überhaupt produziert, zu sehen als ein Kunstwerk. Und wird sie überhaupt dieses Kunstwerk in die Welt setzen? Hat das überhaupt eine Wertigkeit? Erzeugt das überhaupt Emotionen? Gibt es überhaupt einen richtig großen, geilen Nutzen dafür? Und genau, da sind die Ölfelder, die wir noch nicht angebohrt haben. Und das wollte ich euch kurz mitteilen. Die Hälfte der Pizza von heute. Danke. Ja, vielen Dank. Ich denke,
Da waren einige Inspirationen dabei. Wir können jetzt noch, wer mag, noch ein paar Fragen stellen, bevor wir zur Pizza übergehen. Die läuft uns bestimmt nicht weg, die bleibt auch warm. Genau, ich fand das vorhin ganz interessant. Du hast ja gesagt, also ich habe eine Frage, ich würde damit mal starten. Du würdest dir manchmal wünschen, du hast ja gesagt, wir haben als Unternehmen die Möglichkeit, eigentlich in die Gesellschaft reinzuwirken. Und du würdest dir manchmal wünschen, dass Unternehmen radikaler denken. Ja, und besonnener, radikaler, aber auch achtsamer. Also ich glaube, dass, also ich wünschte wirklich, also dass solche Sachen passieren. Also ich habe mal eine Innovationsabteilung von Volkswagen und der meinte, ja, dies, das, was sollen wir denn machen? Ich so, ja, ihr hättet euch Elon Musk für 5 Jahre schnappen sollen, den zum CTO machen sollen, aber genauso viel Macht geben wie der CEO. Der stellt sich aber vor der Vorversammlung und sagt, okay, wir bauen auch Autos, die machen wir besser und Elektro und dies und wir gehen aber nach Mars. Und die Marke Volkswagen würde aufladen wie kein anderer. Die, weißt du, Vision und was Bedeutendes zu bauen. Also ich meine, also auch im Ernst, schaut euch mal um euch herum, was auf der Erde passiert. Wir machen diesen Planeten kaputt. Und das Einzige, was uns fast noch retten kann, ist irgendwie nach Mars zu fliegen. Also auch Unternehmen haben einfach in diesem Gefühl, man kann sich nicht mehr verstecken und einfach das Gleiche machen. Und ich glaube, dass man sozusagen mit viel Passion, Innovation und auch Achtsamkeit, was überhaupt wichtig ist. Und klar, man kann das Gerät optimieren und das soll man ja auch. Und man soll trotzdem auch mal überlegen, was braucht die Gesellschaft dann eigentlich überhaupt und was möchte ich der Gesellschaft geben? Vielleicht aus dem Publikum noch Fragen oder Diskussionsanregungen? Oder möchte jemand kämpfen am 15. Dezember? kann jemand boxen? Schach spielen? Die Regeln, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ein Großmeister. Wie sind denn die Quoten? Wie viele Kämpfe werden durch Knockout und wie viele durch Genau, also man gewinnt durch Schachmatt oder Knockout, technisch Knockout oder Zeitüberschreitung und dann gibt es noch 26 Seiten Regelwerk. Aber um das abzukürzen, 60% im Schach, 40% im Boxen. Und das, um ein bisschen ins Detail auszuführen, der Ansatz des Regelwerks war immer, dass beide Sportarten im Gleichgewicht sind. Also man darf nicht, du, ich bin super Boxer, Schach, ja, weißt du, dann gewinne ich immer. Und dann denkt man, 60-40, ist das okay? Es sollte doch eigentlich 50-50 sein. Aber dabei muss man bedenken, dass das Boxen weitaus mehr das Schachspielen in negativen Sinnen beeinflusst, natürlich als Schachspielen das Boxen. Und es ist sogar so, dass man durch das Schachspielen sich natürlich regenerieren kann. Also 60-40. Hast du selber gekämpft bei den letzten Amateurmeisterschaften? Nee, leider nicht. Also ich glaube auch, also ich bin jetzt etwas über 40 und man sagt, ein Mann mit grauer Haaren hat im Ring nichts mehr zu suchen. Und da kommen schon welche. Aber ich will eigentlich noch einen Kampf machen. Und ja, ein Abschlusskampf, das möchte ich gegen einen Investor machen, der sich traut, gegen mich anzutreten. Und da würde ich 1% von meiner Firma draufsetzen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Sweat Equity kennt. Also wenn die Leistung deiner Beratung in einer Firma so wichtig ist, dann würde man irgendwann vielleicht mal gewissen Anteil kriegen. Und ich habe diesen Kampf, habe ich überlegt, okay, das heißt The Blood and Sweat Equity Fight. Endlich muss ein Investor mal wirkliche Leistung zeigen, um sich sozusagen eine Beteiligung in einer Firma zu bekommen. Angedacht, aber angemeldet nicht. Also, wie heißt es nochmal? Snowboarding hat es geschafft in 16 Jahren. Und naja, mal schauen. Aber ich meine, wenn es olympisch wird, dann wird es die Königsdisziplin. Denk- und Kampfsport, the smartest, toughest man, olympische Gedankengut, also mens sana in corpore sano, also ist alles da. Total, vergiss Triathlon. Gute Frage. Wir waren mal kurz davor, aber es gibt in München einen kleinen Ableger und es gibt ein paar Kämpfer aus Köln. Und ich hatte auch mal ein, zwei potenzielle Kämpfer aus Hamburg, aber
Wir breiten uns jetzt ein bisschen aus, nicht nur weltweit, aber auch in Deutschland. Wir haben einen Sponsor sozusagen aus Dach, aus dem Dachbereich, die wir in Deutschland Events brauchen. Und wir kommen bestimmt ins Übere und Gefährliche oder so, fand ich irgendwie. Diesen Bunker finde ich ganz passend, weil das Format für Laien-Schachboxen heißt Intellectual Fight Club. Und ich glaube, das passt ganz gut dahin. Also dann kommst du, ja? Ich habe ja den ersten Fan gewonnen. Nee, als Zuschauer? Okay, gut. Genau, das ist das Businessmodell bestand vorerst, it's an event-driven business. Also das. Genau, aber da wird es jetzt spannend. Also wir orientieren uns gerade um. Aber im Prinzip, das Sportgeschäft besteht aus Ticket-Sales, Sponsorship und Merchandising und TV-Rechte. TV-Rechte, TV stirbt ja, aber es gibt ja den berühmten Pay-Per-View, Online-Pay-Per-View und beim Kampfsport, das zieht so sehr, dass die Leute dafür zahlen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, Mayweather gegen Conor McGregor hat gleich irgendwie zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde umgesetzt, wovon 600 Millionen Pay-Per-View. Also die haben alles gesprengt, was es da gibt. Das ist im Prinzip das klassische Geschäftsmodell, aber jetzt wird es interessant, weil wir uns gedacht haben, ey, wir sind im Sport im 21. Jahrhundert, wenn die FIFA jetzt geboren wird, Fußball wird geboren, dann haben die noch die Kontrolle über jegliche Erlösströme. Und wie würden die das machen? Und wir so, oh Gott, du baust ein digitales Ökosystem, wo du sozusagen alle Leute einfängst und alle Leute möglicherweise monetarisieren. Das kann der Trainer sein, der sich weiterbilden möchte. Jemand, der möchte einen Verein gründen. Jemand möchte Trainingspläne haben, obwohl es keinen Verein gibt. So wie Freeletics. Und wir sind jetzt nächste Woche in Amsterdam und konzipieren sozusagen ein digitales Ökosystem. Wir haben das aber schon durchgerechnet und es zeigt sich, dass da sozusagen die Monetarisierung, die Skalierung viel größer ist als das Offline-Geschäft, weil bis man sozusagen bei einem Kampf ist um 500 Millionen Umsatz, dafür braucht man auch 20, 30 Jahre. Also es ist gerade sehr spannend, was sich da tut. Ja. Also wir kannten ein paar Leute in der Zentrale und in Russland hatten die zu wenig Presseaufmerksamkeit und dann haben die das sozusagen mehr oder weniger untergejubelt, wobei es auch rechtlich gesehen geht es eigentlich gar nicht mehr und auch es geht gar nicht mehr in Russland mittlerweile, in Europa und Deutschland schon gar nicht mehr. Spirituosenhersteller dürfen kein Sportsponsoring mehr machen. Das ist so ein EU-Gesetz, was ich glaube schon da ist mittlerweile. Nee, aber die haben das dann trotzdem gemacht, so wie das in Russland dann manchmal trotzdem irgendwie geht. Und genau, und dann hatten wir dann auch 35 Millionen Medienkontakten. Also ich habe da 10 Interviews in eine Stunde gegeben und alles nur Fernsehen, das war. Nee, wir sind jetzt gerade, eigentlich müsste heute der Unterschrift kommen, das ist aber eine E-Mail-Security-Firma. Also ist ganz interessant, die benutzen das fürs Recruiting, weil sie brauchen ganz viel Personal und dann trainieren wir mit denen. Und die benutzen das aber auch für ihre Sales-Abteilung, dann kaufen die sich in der Lounge und holen dann sozusagen ihre Kunden rein. Und das ist natürlich mal allemal interessanter als mal wieder zum Fußball oder der Hertha und genau. Okay, ja. Nee, ich habe keine Familie, außer meine Familie, wie meine Mutter und mein Bruder, eine kleine, übersichtliche Familie. Klar, habe ich ein paar Stationen ausgelassen. Anfang 30 gründet man normalerweise die Familie. Also ich wünsche mir auch Kinder und es ist jetzt eher so in der Planung. Aber klar, ich habe also 20 Jahre eher sozusagen an der Kunst gedacht und an die Projekten. Und habe das nie bereut, aber jetzt ist das auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, ich muss doch meine Kids mal Schach und Boxen beibringen. Ne? Das ist so. Gut. Ich glaube, dann würde ich sagen, vielen Dank. Und ja, gerne Applaus, finde ich auch.
Genau, und bevor wir jetzt uns rüberstürzen zum Pizza-Buffet, noch einen kurzen Hinweis zum nächsten PIP, der natürlich auch wieder in der Planung ist. Datum steht noch nicht fest, werden wir natürlich kommunizieren. Da wird es wieder vom Thematik, wir versuchen auch möglichst immer breit zu sein, wieder etwas mehr ins Kerngeschäft des Gesundheitswesens. Und da wird Dr. Susanne Klein von der TK sprechen zum Thema, wie kommen Innovationen ins Gesundheitswesen. Aber da halten wir euch auf den Laufenden und ich hoffe, der IPE bleibt auch noch zum Pizzaessen da. Das heißt, wenn da noch Fragen sind, die jetzt vielleicht im Plenum nicht gestellt wurden, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber und essen. Danke.